Natürlich stellt man sich die Frage, was wird passieren, wenn ich mich auf diese Reise mit diesen beiden Energiezellen einlasse? Meine Patienten berichten mir von interessanten Abläufen und was diese Abläufe gemeinsam haben, sie enden immer gut. Aber der Weg, bis es gut wird, ist sehr verschieden. Ich habe die Menschen begleiten dürfen, die gesagt haben, es wird jeden Tag ein bisschen klarer und ein bisschen kraftvoller. Ich habe jeden Tag weniger Beschwerden. Und dann gibt es die Reise, die sagt, es wird in den ersten 2 Wochen ein bisschen schlimmer und ich mag den Chip gar nicht und ich werde ganz zornig oder ich fange an zu weinen, also sehr starke emotionale Entladungen. Und dann fängt dieser Prozess an mit Besserung, mit Kraftvollsein, mit Klarsein. Nach Ablauf der 6 Wochen beschreiben alle Patienten einheitlich, dass sie sich einfach gesünder fühlen, dass viele sagen, eigentlich ist ganz viel weg. Das ist dann immer so dieser Moment, wo man als Therapeut denkt, kann das wirklich sein? Und ja, es kann sein. Und sie haben alle gemeinsam diese Wahrnehmung, ich stehe besser im Leben, ich bin besser hier. Und ich kann fühlen, dass die Welt riesig ist und es tut mir gar nichts, es fühlt sich großartig an. Also es gibt so ein Element von körperlicher Reaktion und es gibt auch eine deutliche Veränderung in der Stimmung und in der Art, wie man im Leben ist. Ganz praktischer Effekt ist einfach, ich kann länger fokussieren, ich kann länger konzentriert arbeiten, ich komme vergnügt von der Arbeit, obwohl ich mich unverändert dort anstrenge. All diese Elemente werden beschrieben. Es ist also wirklich ein erstaunlicher Prozess und ich bin unverändert neugierig auf jede Geschichte, die mir erzählt wird.